Männer, wenn Fehlpässe demnächst leuchten, dann haben wir das Energieproblem gelöst. Dritter Spieltag in der Bundesliga und bei einigen Clubs ist die Krise so groß, dass Peter Neururer gar nicht mehr weiß, wo er als erstes halten soll mit seinem Porsche. Da frage ich mich, was haben einige in der Vorbereitung gemacht? Außer Urlaub, Regeneration und auf dem Handy tippen. Und wie haben die eingekauft? Einige denken ja, die ernähren sich gesund, aber im Einkaufswagen nur liegen Curry King und Kinder Bueno. Oder anders gesagt, Süle und Schlotterbeck. Hier Süle und Schlotterbeck, ne? Abstimmung heißt nicht nur, dass einer einen Arm hebt. Ist die Buchse vollkommen ausgeleiert vom vielen Reinstecken, ne? Dann spielst du entweder beim BVB in der Abwehr oder bist Elektriker. Dem Süle, dem kannst du nur so ein Schneckenhaus auf den Rücken tackern und dem noch sagen, pass auf, deine Wohnung habe ich auch gekündigt, du wohnst jetzt auch noch hier. Der Süle, der hat doch Vorbereitung gemacht hier mit Diskuswerfern und Bobanschiebern. Drückt 160, ne, auf der Bank. Die ersten 6 Meter sind super am Antritt und dann kommt nichts mehr. Anni und Stefan, wenn ihr so dicke Kumpels seid, dann bringt doch eine eigene Gummibärchen-Kollektion raus. Die Haribros! Der BVB hat sich von der rosaroten Bremer Schweinchentruppe vorführen lassen. Da haben die Bayern-Fans selbst das Champions-League-Finale gegen ManU von 99 vergessen. Nur Einzelkönner in der Mannschaft, eben keine Beamte. Muss die Scheiße auch mal verwalten. 7 Minuten hinten rumspielen und dann ist die Scheiße im Kasten. Ist übrigens kein Titel für einen neuen Film von Dirty Tina. Ja, und die BVB-Fans sauer. Aber wegen der Preise, ne? Über 200 Euro für einen Steher, 400 Euro oder über 400 Euro für, wenn du sitzen willst, komplette Saison. Haben sie so ein Plakat, Preise wie im Puff. So wie die Bremer den BVB 6 Minuten von hinten und vorne genommen haben, ey, das ist doch unbezahlbar. Preise wie im Puff, ey, so ein Quatsch. Hier eine Villa Verena, ne? Dortmund-Dorsfeld, ne? A40 Ausfahrt. Da kostet ein kleines Pilzchen, kostet 8,50. Da sind wir noch weit davon entfernt, was wir im Stadion. Das mit der Villa Verena hat mir übrigens ein Kumpel. Das, ja. Lieber am hellen Vögeln als im trüben Fischen. Ferdinand! Du frisst ja gerne Studentenfutter, ne? Weil du immer an der Uni rumhängst. Und ich esse halt gerne Puffreis. Hermann, stellen wir dich neben ein 50 Liter Bierfass, dann hast du das perfekte Spiegelbild. Nur beim Bierfass, da ist der Hahn größer. Bis zum Saisonstart habe ich gedacht, das Einzige, wovor ich Angst habe, ist, wenn ich kein kaltes Pilz mehr im Kühlschrank habe. Dann kommen die Bayern, ey. Die definieren Angst nochmal ganz anders. 6 Dinger in Frankfurt, 7 Dinger in Bochum und der HSV ist gerade froh, dass er in der zweiten Liga spielt. Die gehen da rein, die Bayern, wie meine Jungs, nach 5 Minuten morgens beim Schützenfest. Da weißt du auch, da wird heute zweistellig. Also von der Anzahl der Pilz, aber nicht von der Uhrzeit. Das Einzige, wo du sagen kannst, das war peinlich bei den Bayern, war das Outfit vom Nagelsmann. Ne? Hier diese Hochwasser. Wobei, da hat er sich wahrscheinlich was gedacht, ne? Der Abstand von Hose bis unten zum Schuh ist genauso groß wie die der Bayern zur Konkurrenz. Andi! Wie stinkst du denn heute wieder? Hast du im Netto wieder neben Pfandautomat gesessen und die Reste gesoffen, oder was? Ja, und bei Schalke 04 überlegen sie, ob sie das Familienfest diese Saison schon ein bisschen früher machen, um aus den Riegen der eigenen Fans Elfmeterschützen zu sammeln. Der Terodde. Wie komme ich denn, wenn ich das erste Ding so verkacke, auf die Idee, nee, beim zweiten, das fühle ich. Männer, ich bin heute euer Mann. Das wird... Geht der Terodde tanken und der Tankwart brüllt zu dem. Du tankst super! Da merkt der Terodde aber beim zweiten Mal voll machen erst. Oh, das war ja gar kein Kompliment, weil ich fahre ja Diesel. Patrick, bei dir beim Einzeltraining, das lassen wir, ne? Leg dich doch einfach gleich auf die Personal Couch! Ja, und in Leverkusen, da fragt sich Rainer Kallmuth zu Recht, wer hat eigentlich in der letzten Zeit mehr verloren? Bayern 04 Leverkusen? Oder ich? Der Rudi Völler, seitdem der nicht mehr da ist, ne? Der hat mit dem Seoane, mit dem Trainer schon ein Gespräch geführt, hat der Völler gesagt, Seoane, kannst dich noch an die letzten 4 erfolgreichen Jahre bei uns erinnern? Seoane, ich bin nur erst seit 2021 da. Und der Völler, merkst du selber. Kevin! Boah, der ist so hohl. Der denkt, ein Experte für Tabellenkalkulation heißt Axel Rose. Die Bayern kommen. Da setz mal an, bin ich weit gekommen. Frag ich mich, was haben. Jetzt flieg halt! Frag ich mich, was haben einige in der Vorbereitung gemacht? Außer Urlaub machen, Regeneration und. Nochmal.
Alter, jetzt kommt schon wieder ein Flieger. Was ist denn hier los? Preise wie im Puff. Ja, jetzt habe ich den Text vergessen.